ab jetzt. Peinliche Eltern, nervige Geschwister, eben eine ganz normale Familie. Ja. Live Bites, gleich bei Kabel 1. Ich weiß nicht. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Keine Sorge, junge Dame. Meine Schicht endet erst um Mitternacht. Nina, ich habe schon Bartwuchs. Ja, auf dem Rücken. Herzlichen Glückwunsch. Oh, Nina, wenn du es noch länger brauchst, dann können wir uns gleich die Frühstückskarte bringen lassen. Das ist einfach nicht so leicht, sich zu entscheiden. Das eine ist gesund, macht mich auch vielleicht nicht so satt. Und das andere klingt saulecker, aber liegt dann vielleicht zu schwer im Magen. Dann lass dich doch vom Kellner beraten. Zu Diensten? Also gut. Was können Sie mir denn ihr empfehlen? Das Sprudelwasser oder das stille Wasser? Wasser. Du hast über eine Stunde gebraucht, um über dein Wasser nachzudenken. Oh. Oh. Ich gehe da mal Eis für ihn holen. Ach so, möchtest du dein Eis jetzt lieber still oder mit Kohlensäure? Oh. Ja, Tante, es läuft gut in der Schule. Nein, Tante, ich habe keine Freundin. Sei nicht so unfreundlich zu deiner Tante. Sprich anständig mit ihr. Ja, Tante, ich benehme mich. Ja, Tante, ich trage die warme Unterwäsche. Und sah verkehrt rum auf den Kopf. Ja, ja, sehr gern, Tante. Natürlich, Tante. Kein Problem. Du bist ein guter Junge. Du weißt dich doch zu benehmen, wenn du willst, was? Ja, klar. Ich gebe sie dir mal. Nein, ich bin nicht hier. Sag, ich bin einkaufen. Ach, die ist gar nicht da. Sie hat mir gesagt, ich soll dir sagen, sie ist beim Saufen. Was? Nein, nicht saufen. Einkaufen. Ach, nicht beim Saufen. Wo bist du denn jetzt, Mama? Ach, ich bin... Hallo, Tante, wie geht's dir? Ach nein, hör nicht auf Tom, der hat da was verwechselt. Nicht saufen, kaufen, ja, Essen einkaufen, ja, Getränke auch. Nein, Tante. Ja, Tante, ich trage die warme Unterwäsche. Und zwar verkehrt rum auf dem Kopf, so wie die ganze Familie. Sei freundlich, sprich anständig mit ihr. Ja, was sagst du, Tante? Du kommst uns besuchen. Schön. Ja? Nein, nicht so, Mädels, nicht so. Schiri, Auswechslung. Ach, wen wechsle ich denn jetzt am besten ein? Nicht, bitte, ich, bitte. Ah, okay, Nicole, du spielst. Ah, was soll denn das für ein Schmetterschlag sein? Schiri, Auswechslung. Ich bin bereit, wenn Sie es sind, Trainer. Ich bin fit und aufgewärmt. Ja, gutes Mädchen, na, beweg dich. Ich kann nämlich nicht sehen, wer hinter dir steht. Okay, du gehst jetzt ins Feld. Martina, los, rein. Mir reicht's nie, darf ich spielen, ich gehe. Ah, nein, ihr müsst solche Bälle, müsst ihr blocken. Ach nein, jetzt hat sich auch noch Susa verletzt. Ah. Okay, Nina, deine Zeit ist gekommen. Nina, ich brauch dich. Nina? Da muss ich ja wohl selber rein. Schiri, wechsel. Trainer, hier bin ich bin bereit, ich fahre. Nina, wir waren doch gerade also. Jesus, that is so cool. Yeah. So they don't like me. And mother is so Papa, depressed. Kannst du mich bitte hier rauslassen? Aber warum? Wir sind doch schon fast da. Hey, ich lasse dich direkt vor der Schule raus. Hm? Was? Nein, keine Sorge. Lass mich ruhig hier raus. Du hättest mich auch da vorne rauslassen können. Ich verstehe schon, ja. Du schämst dich für deinen Vater. Nein, es ist... Aber dein Vater kann auch ganz schön hip sein, wenn er will. Pass auf. Nee, Papa, oh, komm schon. Hey, was ist los? Bin ich dein krasser Daddy Cool oder was? Hey, Alter, wir sind da. Guck mal, da kommen deine Klassenkameraden. Hey. Hey, Alter, was geht ab in der Hut, hä? Habt den voll krassen Sound für euch und eure Rebels. Hier, checkt mal diesen Groove. Na, ist doch voll eure Station, oder? Da könnt ihr einchecken, auschecken und abchecken, hey. Also Tom, bis später, alter Checker. Vielen Dank, Herr Nachbar. Bitte sagen Sie meinem Vater schöne Grüße. Ist echt krass, wie ähnlich mein Nachbar meinem Vater sieht. Ja, also... Nina, ich ertrag das nicht mehr. Nach deinem persönlichen Wassermarathon haben wir jetzt einen Essenhindernislauf. Warte. Ich glaube, ich hab's. Nein, doch nicht. Wie wär's denn mit
Salat. Ich weiß nicht. Doch, das ist eine Spitzenidee. Ein kleiner, leckerer Salat. Einer, der nahrhaft und lecker ist. Das wäre doch was. Ja, guter Mann. Dann tue ich die Speisekarte weiter auswendig. Ich nehme den kleinen Salat. Ja, genau. Ein kleiner Salat ohne zu viel Dressing, einen, den man gut essen und vor allem schnell essen kann. Das wäre doch lecker. Mir läuft das Wasser schon im Mund zusammen. Tatsächlich? Zeig mal. Guck mal hier. Ich esse den Rest meines Lebens nur noch Salat. Also gut, ihr habt mich überzeugt. Zweimal den Salat, bitte. Nein, einen. Ich nehme das Maxi-Fett-Menü mit einem großen Sandwich und einer doppelten Portion Mayonnaise. Mhm. Aber Tom, ich dachte... Was? Ah, Entschuldigung, habe ich vergessen. Ich nehme die dreifache Portion Mayonnaise. Einmal das Maxi-Fett mit einer dreifachen Portion Mayonnaise und einen kleinen mickrigen Salat für Tisch 4.